Nothing from Ardia today. I hope the kids aren't giving her too much trouble. Hey guys, jetzt willkommen zurück zur Battleship Brigade. Wir sind in Kapitel 5 angekommen und scheinbar... What am I saying? They better watch out for her. ...dürfen wir erstmal ein bisschen als Thrash spielen. I think I'll grab a little extra coin and treat myself today. Haben wir das beim letzten Mal eigentlich gefunden gehabt? I don't know. Complete a job at the Hunters Guild. Okay, also wir haben die Berufe ja weiterhin. Wir wollen mal gucken, was Loadout technisch hier im Angebot ist. Servitish bis 4 Level 3 Fire Taste Gems für Journeyman Expertise Spicy Bonus. Thrash Hot Sauce für zweimal Red Sauce und Blue Ingredient. Und ansonsten 2 times Level 3 Ingredient with Poison and Bone. Aha. Das ist eine unangenehme Anzahl, wenn man ganz ehrlich ist. Hätte man 3 Level 3 Red Ingredients bekommen, dann wäre es in Ordnung, weil dann hätte man das Poison und das Bone weiterverarbeiten können. So sieht es alles ein bisschen anders aus. Ja, und wie man sieht, wir haben ja so überhaupt keine Alternativen sonst. Was ist das? Der Orkish Fire Oven. These became popular gifts for Orc children after Grand Matriarchin Kiln united Victusian Orc tribes. Quickly promotes red taste gems, aber only affects red. Okay, ich bin gespannt, ob das wirklich das komplette Kapitel jetzt hier mit Thrash gespielt werden muss. Denn er hat natürlich sehr andere Sachen. You're friends with that blue orc, aren't you? Who? That blue orc who got in a scuffle yesterday. Instructor Razzle expelled last night. Oh, wir sind in die Vergangenheit gesprungen. What? You can't mean Mina? She got expelled? Ich hab einmal gedrückt. Oh yes, left this morning. What happened? Nearly chopped an elf girl's arm off. Saw it with my own eyes. That doesn't sound like Mina. Hey, how many fingers am I holding up? We'll never be able to tell with you waving them about. I see. Thanks for the info. I'm gonna need a more reliable source. Okay, das wirkt so ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt zeitig wieder nach hinten springen. Aber wird man vermutlich jetzt miterleben, wie Thrash befördert wird? Hey, Caesar. I heard through the grapevine that... just when I got rid of that nosy girl. Hey, watch what you say. Mina is my friend anyway. You need to mention that you've got a daughter. That boy is always running his mouth about my private life. Private being the keyboard. Alright. So, du willst auf jeden Fall, dass ich zur Hunters Guild gehe. Der hat zwar unten die Icons ebenfalls, aber wir können aktuell noch nicht anders machen, aber trotzdem. Any news? How are things? Reden wir trotzdem mal mit den Leuten noch. Thrash, stay a spell and take a look at our wares. We've got everything you need for the competition ahead. Unless you need a fresh cut of meat. Our meat experts won't sell us anything. Why not? Says he can't guarantee the quality. Apparently a lot of people are getting sick from eating monsters lately. Yikes, I'll make sure to be careful. Okay, das ist natürlich dann wieder zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, wie man mit dem neuen Problem umgehen kann. So, Berserk Boost. Berserk lasts longer. Okay, Kollege hat hier scheinbar auch wirklich ein komplett anderes Skillset. Consume during Berserk Resets Duration. Consuming during Berserk, okay. Basic Attacks to Fire Damage. Double Jump. Kieran's Winged Boots. Also ich frage, ob man mit ihr auch dann irgendwo noch spielen darf. Cookware, Expertise Bonus, Surfer Dish Processed with 3 different types of Cookware. Das wäre für uns natürlich nicht dumm. Gerade wenn man überlegt, oder mit unserem normalen Loadout wäre das nicht schlecht. Wir haben den Standard Combo Pan. Wir haben den Snow Cooker und den Reparatur Cooker, wie auch immer er hieß. Und in den meisten Fällen lauern die alle so ein bisschen da drin herum. Servitish was one level 3 taste gem of each color. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht sehr hilfreich sein wird. Denn wir sind scheinbar sehr feuerbalanciert. Was natürlich dann wieder die Frage ist, wie es aussehen wird, wenn wir hier wirklich mit dem Charakter länger spielen müssten. Servitish that contains the same ingredient 5 times. Das ist das, was wir immer hatten. Oh, dann haben wir hier zum Beispiel grün. Match 2 only blue, only green, red.
Ist die große Frage, wenn ich jetzt das hier so sehe, ich meine, das ist immer noch Verschwendung, weil es nur einmal ist. Aber halt etwas auf ein Level 3 so umzufärben, nennen wir es mal, natürlich trotzdem nicht schlecht. So, der Huthy Oven ist hier wieder am Start. Meine Frage ist, ob man wirklich einfach jetzt hingeht und mit diesem Charakter genau den gleichen Spaß betreibt, wie mit Mina nun mal. Ich denke, es klappt. Dadurch, dass wir 3 Plätze haben, sollten wir definitiv gucken, auch 3... Vor allem Quickly Promotes, das ist die große Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, so wie das Ganze jetzt hier aufgebaut ist, dass wir am Anfang vermutlich auf Rot und vielleicht Blau zurückgreifen dürfen. So, for Digital is 4 Level 3 Fire Test Gems. Ich denke, das sollte halbwegs machbar sein. Ich überlege nur trotzdem, ob man da jetzt nicht volle Kanne reinsteigt. Und überlegt auch, das Ruby Jerky zu kaufen. Aber bevor wir das machen, wir werden ganz kurz einen, denke ich, weiteren von denen hier kaufen. Von Cookware. Die Frage ist, Slowly Repair, Safety Triggers Poison and Bone. Und das ist natürlich auch nicht dumm, wenn man überlegt, diesen Pufferfisch oder was das war zu nehmen, der ja Rot und Poison und Bone gibt. So, ich denke, die brauchen wir nicht. Also ich will nicht diese Eternal Fire Pots und Co. haben. Die beiden werden vermutlich die wichtigen sein. Oh. Kann es sein, ich sehe es, denke ich, jetzt hier richtig, bisher hat er noch nicht diesen Slow Cooker. Der hat nur wirklich diesen roten. Das ist so die Frage, ob man jetzt schon diesen Repair für Fragile braucht. Move Taste Gems. Ich nehme den einfach mal hier sicherheitshalber mit. Decked Out habe ich damit als Archivment bekommen. Ich würde ganz gerne wissen, was das jetzt wiederum bedeutet. Ja, und wir hätten natürlich Platz jetzt hier für Combat noch Sachen zu machen. Aber lass uns für jetzt erstmal ganz kurz hier reingehen. Puh, sie ist nicht hier. Ich werde mich selbst aus. Wait. Oh, hey, Thorn! Oh, Instructor! Got any? That sword. Is it from your right of elements? Oh, Polly? Yeah, he's a steelfish. Well, he was a steelfish. A steelfish is no small adversary. Let me see your abilities. So, as you both know, every orc's spiritual connection to their weapon creates a bond of power. I've heard you are able to feed pale ingredients and unleash the energies in a berserk rage. I wouldn't call it rage exactly, but yes, feeding pale lets me gain extra physical strength for a bit. Well, let's see it then. So, consume ingredients ist mit unten und Q. Zeig mal. Okay, das muss ich jetzt erstmal üben. Aha. Puh, der kämpft leicht merkwürdig. Ich drücke auf die Taste und gefühlt passiert dir erstmal gar nichts. I can practically see the rage flowing through you. Again, it's inconsequential, I'm sure. Show me some carnage. Okay. Okay, das ist nicht mal ordentlich. Hilft natürlich nicht, wenn du den Gegner nicht triffst, ne? Wow. Und jetzt du irgendwie runterfällst. Oh, der hat einen. Oh, der hat einen Kneekick. Nicht schlecht, obwohl ich zugeben muss, dass ich eigentlich nicht hingehen möchte und Sachen opfere. Oh, schön ist, man kann die auch nehmen. Die zählen nicht. Wow, was ist mit dem Vieh los? Okay, also wir haben hier... Wow, what? Der hat keine Möglichkeit, einen Dash einzusetzen. Oh, boy. Maybe you had help. Perhaps the village was irgendwas. Okay. Eieiei. Ja, also, dass der keine Möglichkeit hat, hier gescheit zu springen oder den Dash zu haben und allgemein ziemlich langsam angreift. Das wird knackig. Das kann ich jetzt schon sagen.
So? Perhaps you did earn it. The energies have a sense of humor, after all. What do you mean? A question for another time. You're dismissed. Oh boy. Oh boy. So, jetzt gucken wir mal. Okay, wir können definitiv auch hier wieder darauf zurückgreifen. Ah, Thrash! Good to see you. Hey, Belchior. Got any new jobs today? As a matter of fact, I believe I've discovered the missing ingredient for Ambrosia. It's been eluding me since day one, but I finally pinned it down. Verskit Bezor. Ugh, you sure about that? That? Or it will make a powerful stove cleaner. Okay, here we go. So, 75 das Ziel und wir haben 3 Knochen, die wir reinwerfen dürfen. Das heißt also, wir werden die Ehre haben, irgendetwas kombinieren zu dürfen. Ich gehe davon aus, so wie es bisher aussieht, dass es Wasser sein wird. Oh, okay. Das war auf den ersten Blick natürlich auch nicht offensichtlich, dass man 3 von denen gleich bekommt. Okay, dann kann man natürlich das hier relativ zügig verbinden. Okay, das macht dann natürlich die Knochen um einiges interessanter, wenn wir ehrlich sind. Okay, wir kriegen einmal rote Soße. Hast du gerade Feuer auf das Ding gespuckt? Ist immer interessant zu sehen, wie Spiele ihre Fantasiesachen aufbauen. Okay, und jetzt ist die Idee, dass wir die beiden anpassen. Genau. I'm sorry we couldn't figure it out today. Not to worry, my boy. The answer is just on the tip of my tongue. We'll have our breakthrough yet. Und dann, zu guter Letzt, können hier viele Leute herausfordern. Ich denke, wir werden hier mit dem Boy anfangen dürfen. So, you've heard the news. Yeah, how'd you know? That slump in your shoulders. Mina came by this morning to apologize. Said she hated a fit without notice and thanked me for the possession. It's too bad. But rules are rules. In any case, the best way to move on is to keep moving. Let's serve some customers. If you say so. I'll hit the kitchen. Okay, here we go. Du willst 2 grün... Oh boy, du willst ja einiges an Rot. Oh boy. Nope, nicht ganz. Nope, nope. So. Oh yeah. And that's not it. That's also not it. Oh boy. Thank you. Ah, okay. Die sind aber alle wirklich bei Weitem knackiger, meines Erachtens. So, warum funktioniert der nicht? Ach so, weil der falsch rum noch ist. No. Gott, ich weiß gar nicht mehr, welcher jetzt ist. Okay, gut. Oh boy. No, 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 no. So rum. Also hier hast du ja wirklich wenig zu lachen. Nee, das ist richtig. Der ist richtig. Der muss da irgendwie weg. Und der. Du. I guess. Du.
Okay, der ist richtig. Absolutely wonderful. Oh boy, ja, genau was ich gebrauchen konnte. Das war katastrophal, weil ich fand, dass man bei Weitem weniger vorgegeben hatte. You look a thousand leagues from here. So many great talents are already gone. What makes me worthier than them? Nothing. Yikes, maybe you're being too gentle. That's reality, recruit. The only difference is that you're here and they're not. Work hard in their honor. I can handle that. Thanks, Puntita. Denn bei Mina war es meines Erachtens häufig der Fall, dass man ein oder zwei Drehungen entfernt war, um das schon machen zu können. Hier hingegen war es zum Teil, ja, die Dinger sind irgendwo, viel Spaß. Und dann musste man da erstmal hinkommen. Obwohl ich es nicht weiß, kriegt man irgendwie mehr oder weniger? Gibt es da irgendein Limit, was man erreichen muss? Denn ich mache einfach, ich habe nicht Zeit, auf die Zeit zu gucken oder ähnliches. Ich wusste nur, ich habe am Ende 25 bekommen. Okay, wir haben jetzt nichts mehr anderes vor, außer den nächsten Wettstreit. Also... Achso, ja, wir hatten den ja schon, genau, wir hatten den auch reingelegt. Meine Frage ist, ob wir irgendwas für Combat nehmen. Ich denke, ich weiß schon eine Sache, definitiv hier die Boots. Die anderen Sachen sind mir so ein bisschen egal, aber die Boots geben vielleicht nochmal die Hilfe, die ich bräuchte. Brauche ich Sapphire Dew? Ich denke, ich werde mal so versuchen, in den Kampf zu gehen. Can you help? Morty, okay. No, I've lost twice already. If I lose again today, I will have to go back home with nothing. Hey, don't talk like that. I bet your luck's about to turn. You've got this. You really think so? I've got this, baby. Heh, that's the spirit. Greetings. Hey, Leonid. Did you hear about Mina's expulsion? The innkeeper told me about it this morning, but I think he has seen better days, huh? Shiv tried to attack Kieran, but Mina intervened. They expelled her for using weapons in town. I'm going to miss her. Poor Mina, always trying to do the right thing. Ja, ich denke, wir müssen den platt machen, weil, wenn ich es richtig verstehe, das ist jetzt noch in der Phase, wo man dreimal verlieren maximal darf. Also sind wir doch derjenige, der ihn jetzt einfach hier rauskantet. How about you? Hi, I'm pumped, baby. You're gonna feel the wrath of the wart. Don't think I will go easy on you. Okay, probieren wir es damit. Bring it on. An ill wind blows from the west today. Its caress a subtle reminder of our mortal fragility. It's on days like these that mothers close the shutters and fathers hold their children tight. But we in the brigade dwell in the light of hope. We revel in the world and all it has to offer. We push forward, accepting the unknown rather than fearing it. Will Thrash's good fortune continue? Few can stand before his might as the Benevolent Berserker! Yeah, show me what you got! Thrash! Before you stands an orc with fingers nimbler than the most dexterous elf. Grand Patissier Wart! I'm a baker, not a cream puff! Don't mistake me for a pushover! Wart. Presiding over this match is one of our most esteemed judges. Oh, please, Earth. Join me today in welcoming back Grand Matriarch Hasjil, an orc who embodies this philosophy in everything she does. Thank you, Chairman. Your prose will pair well with an herbal earth dish. Every summer in Sandglass Bay, the proprietors of two famous eateries host a competition to test whose sauce is superior.
Both chefs use only items harvested from their personal gardens. They toil all day to achieve gustatory perfection. The unquestioned star of these sauces is one key ingredient. Sun Hat Tomato! Okay, das ist Rot oder Feuer Earth, glaube ich. Das sollte also hier in Ordnung gehen. Vive la Brigade! Wir müssen aufpassen, wir sind sehr auf Feuer fokussiert. Heißt also, wir müssen trotzdem sicherstellen, dass Erde ihr Vorrang hat. Okay, erster Kampf mit dem Charakter, kein Dash hat. Oh boy. Wir haben zwar den Double Jump, aber trotzdem. So, schön, hier haben wir etwas, was wir nicht gebrauchen können. Deswegen, ich muss jetzt eigentlich hier schon, ja, Achtung, Augen offen halten. Ich habe keine Ahnung. Hier, gut. Vier Stück von denen, das ist dann schon mal eine gute Menge. So, und ich meine... Oh, ich kann nur... ich kann nicht allzu viel mit mir schleppen. Wir haben ja keine Satchel-Slots. Okay, das muss jetzt hier der Anfang sein. Ich muss die vermutlich auch später noch umplatzieren. So, Kombi. Das ist ein Problem, aber damit können wir arbeiten. So, jetzt ist natürlich meine Frage. Was passiert, wenn ich das Zeug jetzt da reinschmeiße? Das würde sich dann automatisch verarbeiten, genau. So, was ist das? Yes, das nehmen wir doch dankend an. No. Ah, jetzt muss ich aber aufpassen. Okay, seine Angriffe sind doch selbst in dem Zustand... No. Hands off, allesamt. Verdammt, Mistviecher. No. Hands off me. Jetzt muss ich so ein bisschen das Ganze clever sortieren, damit ich auch nur das gute Zeug mitnehme. Denn man darf nicht vergessen, es ist nur ein Personenkampf. Und die viel Zeit können wir uns hier nicht erlauben. So. Die Herausforderung wird definitiv sein, weiterhin die Augen offen zu haben, denn wir haben jetzt hier schon drei Feuer und zwei davon sind auf Level 3. So, du, ja, lass mal die hier nehmen. Die haben nämlich einiges an Zeug dabei. Wenn man sich hier clever anstellt, achso, das brauchen wir nicht. Sehr gut. So, wenn ich jetzt den dazu rufe, kriege ich den nächsten. Damit haben wir 2 auf 3. Ah, machen wir weiter mit dem. The recipe as you go? Food tastes better when it's made with instinct. Well, most of the time. What's life without a little ambiguity, baby? Na, ich nehme wirklich jetzt das Zeug hier. So gut es geht. Ui. Kleinen Mist, wie ich will. Gucken, was ihr droppt. Okay, davon nehme ich einen nochmal mit. Ein Feuer kann ich nicht hier brauchen. Okay, gut. Ah, nee, das ist schon richtig. Okay. Damit haben wir 3 von denen. Sehr gut. Jetzt gehen wir hin und machen das hier weiter. Ich denke, wir werden wirklich einfach weiter hier uns darauf konzentrieren. So, machen wir das mal ganz kurz so. Das ist ein bisschen riskant, was ich mache. Mhm, definitiv. So, jetzt habe ich nämlich das Problem... Shit, ich habe keinen Platz mehr. Jetzt habe ich ernsthaft geschissen, glaube ich. Ich habe nämlich jetzt 3 von denen. Jetzt muss ich gucken, dass ich diese Sun Tomatoes sammle. Und wirklich dann auch nur die nehme. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Eieieiei. Ja, komm mal. Nimm den bitte auch noch mit, danke. Nicht mehr viel Zeit. Eieieiei. Ich muss es irgendwie schaffen, das
Grün hier noch dominiert. Was ich nicht mit Zweien so hinbekomme. Ja, ich werde das vermutlich jetzt hier immer noch schaffen, weil die das Gericht selber gut genug ist. Ja, shit. Ja, shit. Oh well. Dafür wird es keine Bonuspunkte geben. Thank you for your hard work, chefs. Let's see what the judges have to say about your efforts. Exactly what I wanted. Cheap Cheap Horn Bretzel, served with Sun Hat Tomato and King Bean Assortment. Nee, hat zwei und hat sonst überhaupt nichts. The earth is poor and beautifully complex. Well done. And there's nothing technically wrong with this dish, but it lacks heart. Remember your reason for entering the Proving Tournament and use that to fuel your craft. Okay, damit gewinnen wir einfach, weil wir insgesamt besser schon sind. Sun Hat Tomato Gazpacho, served with Karaha Stomach and King Bean Melange. Your dish lacks a prominent presence of earth. High quality earth gems must be added to produce the correct flavor. Wie gesagt, da hatten wir jetzt wieder 3-3 und das hilft nicht. Fear of this complexity could have been a disaster in this capable hands. Congratulations on a great dish. The benevolent berserker continues to cut a swath through this tournament. Ja, ich finde es interessant, dass man hier einen Charakter bekommt, der komplett auf Rot vom Loadout ausgelegt ist und dann die erste Challenge nicht mal ansatzweise rot ist. Keine Ahnung, warum man das macht, denn ich habe das Gefühl, man soll eigentlich hingehen und das sofort alles austauschen. It's all over. Knocked out of the tournament in one fell swoop, but I'm a failure. That doesn't make you a failure. Think about Lieutenant Fork. He had to compete 7 times before getting in, and now he's one of the final 3. Oh, sag mir nicht, dass ich gegen die Final 3 mit dem Ding Dong auch noch arbeiten muss. I really wanted to be good. I wanted my family to be proud of me. I didn't want you to see me lose. Me? Why? When I was a little guy, the other kids picked on me. I'm good with my hands, but I'm clumsy in the woods and kept scaring away our prey. You look like the boy who always tripped me on purpose. I thought if I could beat you, it'd prove I'm not weak. They made fun of me because I wasn't good at hunting. Now I know I'm not good at anything. Yikes. I'm sorry, Wart, but that's just not true. I've been buying buns from you every morning when there are hundreds of places I could eat. I've seen you get up early and go to the practice kitchen to make them. You're gonna make it in. It's just a matter of time. Thanks, Thrash. But I need to be alone for a while. So, his spatula protects fragile taste gems for one extra move. Ja, genau der gleiche Spaß wie damals. Hätte gehofft, wir kriegen vielleicht was anderes. Okidoki. Ja, das ist ein Gegenstand, der hier bei Cooking landet, aber den wollen wir nicht haben. Gut, wir haben mit allen geredet. Solange die Kollegen meinen, morgen nicht aufzutauchen, denke ich, können wir das auch auf morgen verschieben. Also, gute Nacht. Wir haben wirklich einfach ihr Zimmer geerbt. Ist es das gleiche Zimmer? Sieht zumindest gleich aus. Ich habe jetzt keine Ahnung von der... Ich meine, man sieht, die Bilder sind da. Das ist niedlich. Also vielleicht ist es wirklich einfach nur ein anderer Raum. Still no word from Ardia. If I could just hear her voice. This was my choice. I knew it meant time away. I have to be strong for them. Ardia, Lupa, Kai, I'll be back soon. A letter! Wait, that's not Ardia's handwriting. Thrash, something terrible has happened. Ardia has taken ill. The doctors cannot find a cure, and her condition worsens every day. She does not eat. She sweats, even in cool weather. She sleeps, but does not rest. The most troubling of all is that her skin has begun to turn pink. I think it best for you to come home. No! No!
Huh. Okay, ist ein bisschen mehr zu seinem Kapitel. Thrash, my boy! You managed to corner Fontina! Come inside and I'll give you a reward. No, I have to leave now. Artie is sick and she might not have much time left. Wait, I don't mean to boast, but Belchior and I possess a wide range of medicinal knowledge. Do you know her symptoms? Fever, refusing food, sleeping all the time. And her skin, it's turning pink. I've read about this. It's Dark Realm fever, but there's never been a documented case in someone who hasn't ventured there. Due to its dangers, Brigade Sorcerer sealed the Dark Realm's portals many years ago. The fever should be impossible to contract. No offense, but I'll care more about how she got sick after she's cured. Where can I find the antidote? The only known cure comes from the hearts of a Yoku. There's a problem, though. The creature resides in the Dark Realm. Then, it's hopeless? I beg your pardon, but not all of the portals were closed. It's true that the sorcerers closed many of them, but the Brigade kept a few alive. So how do I find one? Speak with Thorn. She will be able to guide you there. We'll prepare the necessary ingredients for your return. Good luck, Thrash. Oh, das ist ein Tee. Ha, nicht nur ein Tee am Anfang. Whoops. Always a pleasure. Thrash, are you okay? No, Aria is really sick. I'm so sorry, will you be leaving? Yeah, as soon as I have the antidote. I understand. Please let me know if I can help in any way. Thank you, Lynette. Any news? What's... Our things. What's the hurry, Thrash? Stay a minute to browse. Can't. Wait, do you sell medicinal potions? Thrash out, I'm afraid. Thanks anyway. Habt ihr sonst irgendwas Neues? Healthstone, kein Hearthstone. Plus 3 health, plus 3 mana, berserk last longer, consuming during berserk. Oh, das ist natürlich jetzt im Nachhinein gar nicht mal dumm. Flame breath lasts longer. Okay, das ist ein Skill, den wir bisher noch nicht eingesetzt haben. Smashing an enemy into another does bonus damage. Cool. Increases health regeneration. Da haben wir hier diese bone ingredients. Das hatten wir in dem Puzzle jetzt gesehen, dass es sogar gar nicht mal falsch ist. Subdivision with 3 different types of cookware, genau. Gem 5 times, 2 times, something, stunks, das slowly promotes taste gems. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr oder weniger genau das gleiche Loadout jetzt hier aufbauen werden, wie mit dem Mina. Dementsprechend, yes. Slowly clones taste gems, removes. Also, ich habe mit dem jetzt hier meines Erachtens nicht viel anfangen können. Bei Quickly Promotes Fire Taste Gems, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich schnell passiert ist. Und ich bin mal so frei. Ich will mal ganz kurz die Reihenfolge anpassen, wie wir es aus dem anderen kannten. Einfach aus Gewohnheitsgründen. So, ich soll auch nicht hingehen und irgendwelche Nebenaufgaben machen. Enjoying the tournament. Oh yeah, it's been great. Wait a minute, you're a competitor. May I have your autograph? Sure. What's this? Thorn's scary, but she is my best chance at helping Adia. Off to another duel? No, the tournament's not a priority anymore. I don't have time to battle. Huh? I would ask, good luck. How's it going? Oh, Thrash, you're nearly as pale as I am. Your spirits. Can you talk to ones far away? West Coast far, even? Yes, what's this about? My wife is... I think she might be dying. Can they help? Doesn't work like that. She's with her, though. I fear her. Who? Her mother. She will protect her as long as she can. Thank you, Ziggy. You don't know what this means. Okay. Hunt. Thorn! Could you be any louder? Even my trophies can hear you and they're dead. I'm sorry, but I need Huntress Thorn right now, not Hangover Thorn. Speak. I need to get to the Dark Realm and find a Yoku. Belchior said you could take me. Has the old fart finally lost his mind? Its hearts are the only thing that can cure my wife. She's sick, and if I lose her, I'll never be whole again.
I'll send you. What? Really? Yes, but you're likely to die. Brace yourself. Ah, hätte man jetzt hier vielleicht wirklich diesen Health Regen Orb oder den Plus 3 kaufen sollen? Vielleicht. The beast only appears once enough monster blood is spilled. Not that I'd know anything about that. Then it's time to get my hands dirty for Ardia. Defeat all monsters. What? Achso, nach unten. Come on. Oh wow, hier ist ja wirklich einiges an Viehzeug unterwegs. Vielleicht sollte ich ganz bewusst, Moment, erstmal das hier runterprügeln. Gut, damit habe ich nämlich jetzt hier. No, nicht mit mir. Und ich versuch's zumindest. Oh wow. Oh nice, das hat das wirklich alles wieder aufgefüllt. Oh, der nach unten ist ein Griff. I think it's getting hotter in here by the second. It's the beast demonic energy coalescing. Am I fighting demons? Demons and monsters, there's not much difference. Keep your guard up. Holy shit, wie groß ist dieses Gebiet bitte? Man wird natürlich jetzt lustig. Oh, wie viele sind denn hier? Wieder irgendein Achievement bekommen. Who's hungry heißt es. Du Mistvieh. Kommst du her? Ist zum Teil so einfach, die zu verfehlen. The Dark Realm is a twisted reflection of Victusia, but a reflection nonetheless. We can investigate once you've made it out of there alive. Oh boy. Wirklich gut, dass man auch mehrere Sachen hier auf einmal aufsaugt, so. Kann man wirklich das extremst lange aufrechterhalten. Au. Ich sollte nicht vergessen, ich habe den Double Jump, der übrigens nicht so gut ist. Hat zwar seinen Nutzen. It's here. It's less imposing than I thought. The Oku is a reflection of fallen monsters' rage. Super. Don't underestimate it. Come on to the ground. Yes. Wow. Ich komme da nicht durch. Okay, es wirkt aber wirklich nicht so stark. Okay, es droppt auch hier Eier. Weiß also, ich sollte die hoffentlich. Never mind. Natürlich schmeißt ihr Zeug jetzt hier komplett ins Nirgendwo. Okay, whatever. Lass uns das Ding platt machen. Okay, aha. Collect the hearts. Oh, drei Stück gleich. I don't know how to thank you. Go. Your wife needs you. Kieran, I brought the hearts. Let me see them. Undamaged. Good. Where's Belkior? How quickly can you make the potion? Belkior stayed up as long as he could, but his age tires him. I know this isn't what you want to hear, but the hearts must be placed in a slow cooker for one night in order to bring out their healing properties. No, I have to leave immediately. You're the smartest person I know. Just make it faster.
If you leave now, it's without the potion. I'm sorry, but you have to wait until morning. I'm sorry for snapping, Kieran. It's just, what if I can't make it in time? Fortune casting is the province of the superstitious, but just this once, I'm certain that will not happen. I believe in you, and I know Ardia does too. There's nothing I can do to help you finish faster? No, go back to the inn and get some rest. You'll need your strength for the journey tomorrow. Just a few more days, Ardia. Please don't leave me. Thrash, are you in there? Something terrible has happened. The hearts are gone. Thieves! Bandits, I tell you! I'm coming. Hurry, I'll meet you back at the lab. The fuck? Wer steht das Zeug denn bitte? Jack rebuilt you. They're really gone? I'm afraid so. I'll go back to the Dark Realm. We'll get new hearts. I admire your spirit, but the Yoku can only be summoned once per lunar cycle. But we may be able to make an antidote without them. Why didn't you tell me that yesterday? My lad, this is the longest of long shots, but it's all we have. Okay. 50. So, ich kann jetzt noch einmal das hinzufügen. Also, als erstes sollte klar sein, wir müssen gucken, dass ich hier Platz schaffe. Lass mich mal gucken, dass wir als erstes die jetzt hier noch machen. Okay. Jetzt füge ich den noch hinzu. Damit schaffe ich die. Okay, dann kann ich jetzt die kombinieren. So, und jetzt willst du ja ganz klar, dass ich die einfärbe, damit die sich nochmal kombinieren können. Okay. Oh boy, jetzt haben wir ein paar kaputte dabei. So, den als erstes. Ach, shit. Die meisten von denen kann man nicht einfach mal so schnell mehr bewegen. No! So, damit fällt der. Wenn ich sage, ich bewege dich einmal, dich und dann dich, dann kann ich die kombinieren. So, die da außen kann ich nicht bewegen. Das heißt, ich bewege die jetzt. Jetzt drehe ich die. Aha, jetzt den. Okay. You mixed it well, but I'm afraid the ingredients denatured. They can't bear the heat without the Yoku hearts. Belkir, I can't accept this is over. You may not need to. While you were cooking, I found this. The thieves must have left it. Several would-be apprentices came in wearing this color recently. It was the same with all of them. One day they disappear, along with a piece of my research. You think they're part of the same group? Yes, bandits! Do you know where I can find them? I'm not sure, but look for the red cloth. In the meantime, I've sent Kieran out for more herbs. She and I will keep working on a backup. Thank you, Belkior. So eine merkwürdige Richtung, die man hier einschlägt. Hey Schattenmensch, schön dich zu sehen. Wir spielen jetzt Thrash. In der Vergangenheit, gerade jetzt hier so gesehen einen Tag später, nachdem Mina hier rausgeworfen worden ist aus dem Turnier. Und Thrash hat auf einen Brief seiner Frau gewartet, der nicht gekommen und gekommen ist, bis sich jemand anders dann gemeldet hat und sagte, dass die Frau erkrankt wäre und scheinbar kurz vorm Tod steht. Und dementsprechend haben wir uns zum ersten Mal in den Dark Realm begeben, durften da mit dem doch sehr anderen Kampfstil von Thrash uns gegen einen Bossgegner anlegen. Und das Zeug, das wir gesammelt haben, ist dann jetzt in der Nacht verschwunden.
What is this? Hey you, what's with the escort? I beg your pardon, this was a gift. That's what a bandit would say if he was trying to throw me off his tracks. Young man, I'm a brigade alchemist. I can't imagine what tomfoolery this is, but I will call the guards unless you leave immediately. Okay, I'm sorry. So, Shop, da wollen wir nochmal gucken. Wir haben nämlich immer noch Platz für theoretisch zwei Combat-Sachen. Jedoch gerade mit dem Berserker-Style, den man bei ihm aktivieren kann, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir das überhaupt brauchen. Ich werde maximal überlegen, ob wir für Ingredients oder Cooking in dem Fall, man da nicht was kauft. Gerade hier Surfer Dish, das contains the same ingredients 5 times. Klingt für mich immer noch mit einer der besten Sachen. 3 different types of cookware, das kann auch helfen. In den meisten Fällen jedes Gericht wirklich hin und her und vor und zurück in den Dingern da hin und her springt. Ah, noch nicht ganz klar. Greetings. Kieran, Belgier told me about the hearts. I could hardly believe it. I should have stayed with them all night. Well, this isn't your fault. I could have stayed too. Do you think you can make another cure? Even with these herbs, the prognosis is grim. Belgier and I are researching all possibilities though. I've purchased every recipe book the local vendors had to offer. Thank you, Kieran. This shouldn't be your burden to be a bear. Wait, bought them all? I'll pay you back for everything, I promise. There's no need. I meant to buy them myself a while back. This merely gave me the push to do it. You have nothing to repay. Find's schade, dass man scheinbar... Mal vielleicht spielt man mit ihr noch. Man weiß ja nie, wie das hier nochmal hinterher springt. Hey. Hey, haven't seen you around before. Are you accusing me of something? I'm here with the tournament. You look kind of familiar, though. Registration, I saw you online. Huh? Oh, wait, yeah, I did see you. Look, sorry about my introduction, but have you seen any bandits around? I saw this shady-looking guy hanging around the cat store. That was early this morning, though. Do you know where he went? Disappeared into the alley just as I was getting close. I've got to run, but I owe you one. Thanks. Oh, Hunt ist interessanterweise immer noch offen. Und warum bist du immer noch hier? Dich haben wir doch rausgekegelt. Es war nämlich unser erster Kampf, den wir gemacht hatten. Give me a minute to recall the tale. You can work in the meantime. Let's begin with some light gardening. Use your toss move. Kieran and Belcher better need these ingredients. So toss Kanaha, huh? Und hoch, genau. Well done. Let's see your counter move. Countering does help me relax, but I doubt it's gonna help much today. So, einfach nur counter the squiggle. Nice. Are you done yet? I've remembered and I don't like to wait. Hunt 5 monsters. So. Ah, schade, der droppt zum Beispiel nicht. So. Dann muss ich das beim nächsten Mal zeigen. Ja, das Fiese ist, Countern ist auf B, was bei Mina der Dash ist. Heißt also kein Dash mit dem Charakter. Leicht unangenehm. Aber er hat hier diesen Tiger Knee Kick, der relativ cool ist. Oder Tiger Knee, das ist ja sein Tiger Knee Kick, wäre dann wieder merklich. Upuru, that is the name of my bow. She was once an enormous river purr. She called to me so strongly I could hardly hear anything else, even as a young girl. I've never heard of that happening before. Neither had my parents. I would wander from my tribe for days. Mother organized great search parties to drag me back home. I always snuck away soon after. Where did you find Upuru? I woke before dawn on the day I turned 15, the call pounding in my head. Upuru was there, waiting in the shadows outside my village. The beast I'd scoured the rainforest for just days earlier. The bitter irony. Well, she's a nice bow. That's a grave understatement. Why'd I open my mouth? Was für eine Rasse soll sie sein? Soll sie auch Ork sein? Gerade wenn man hört, dass sie auch eine Waffe hat, die einen Namen besitzt und eine gewisse Verbindung existiert. Sie erinnert auf jeden Fall sehr stark an so ein bisschen an Sylvanas. Try a muffin! Thrash, you didn't buy a bun yesterday! I warned Thorry about that, but I've been busy.
Oh, I get it. Now that I'm out of the tournament, my buns aren't good enough for you. No, I just have some family stuff going on. No, that I understand. I can't go home until I've proven my worth as a chef, even if it takes me years. Huh. That's not quite what I meant. So, hello. What's all this thing? Hey kid, you seen any bandits around? Oi, you looking for a bandit, mister? Okay, yes, that's what I said. Don't you know nothing about no bandits, mister? Right, guess I keep looking. So, gucken wir mal, wie die Runde jetzt verläuft. You don't have to say anything. The fact that you're here means something went wrong. Seems more like everything's going wrong. All right, that's enough. I know you're going through a lot. But stand up straight and get ready to face it. What? Are you going to mope while your family needs you? No! Now, get in there and serve some customers. Puh, okay, here we go. Das geht nach oben. Nee, das... Oh, nice. Das ging schnell. Thanks. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, excellent. Immer wieder hier erstmal finden, was zum Kuckuck ich hier brauche. Ist immer die größte Herausforderung. Oh yeah! Sweet. Whoopala, dann kann man so machen, genau. Und er hat eine komplett andere Reihe akzeptiert gehabt, ne? Natürlich auch ganz großes Kino. Mhm, das dachte ich mir auch gerade. Oh, jetzt muss ich da irgendwie noch ein weiteres Rot runterkriegen. Natürlich. Oh. So, ein Rot da, ein Dings dort, ein so. Drei so. Den dort. Puh, Glück gehabt. Oh, I'm so excited. Und dann eine Blau muss hier hin. Sehr schön. Oh, nice. Oh, nice. What a surprise. Delicious. Oh. Thanks. So, du bist dorthin. Du so. Nice, sehr gut. Delicious. Das klingt immer wie Dodger. Delicious. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie viel man hier machen muss. Ich hab nie die Zeit drauf zu achten. 32. Am letzten Mal habe ich 25 bekommen. Not worse. Snap out of it, recruit. You're going to get out there and find those bandits. Maybe. And you're going to make that antidote. Yeah! And you're going to see your wife and kids and be a happy family again. Yeah! Also sie ist auch low-key MVP. Okay, wir haben jetzt also hier einen Kampf gleich vor uns. Die Cookingware ist zufriedenstellend, ich bin nicht mit dem hier zufrieden. Serve a dish with 4 Level 3 Taste Jumps. Mein Problem ist, in der Sekunde, in der wir auf kein Rot zurückgreifen dürfen, ist das Ding nutzlos. Dementsprechend, ich denke, hier müssen wir ernsthaft ein anderes Buch kaufen. Und zwar... Balance Flavor ist meines Erachtens nicht verkehrt. Wenn man vielleicht wirklich es schafft... die beiden zu bekommen. Das sind aber 140 Punkte, die man da rein investiert. Das ist eine ganz schöne Menge. Lass mal vielleicht erstmal für jetzt nur das hier kaufen. So, lass uns das da raus... Upsi. Das da rausschmeißen. Und ich überlege, ob ich das hier austausche. Rote Soße ist zwar nicht falsch, aber... Das hätte mir vor allem in dem letzten Kampf den Arsch retten können. Hätte ich vermutlich das Balancing noch rauskriegen können. Whoops. Hätte man nämlich einfach ein paar von denen... Achso, nee, halt, das ist ja rote Soße. Never mind. Wir brauchten ja grün. Hm.
Ich meine, es bringt mir jetzt hier nicht viel irgendwie nach vorn hier irgendwas zu kaufen, weil ich nicht weiß, auf was ich jetzt hier mich konzentriere. That red banana, you're one of them, aren't you? I'm gonna ask you this once, where are my hearts? Maybe I have one, maybe I don't. You will have to win it from me, you will. This is a waste of time, but I don't have any other leads. Fine. Oi! Wir kämpfen in der Hauptarena? Wow. Das ist ein normaler Herausforderer denn dementsprechend? Ein bisschen leer hier. The hell is this dude? Is the coast clear? Lend me thine ears, fellow citizens, for I have a tale most magnanimous to tell. Whoa, wait a minute. Who are you? Well, mine good fellow, thine is a question fraught with existential intrigue. In the simplest of terms, I have the high honor to be Thane Paz the Brilliant, founder and illustrious leader of the Scowlheart Bandits. You! You stole the hearts! Do you have any idea what you've done? Hearts? From whence doth this accusation spring? To pronounce such a slight on our honor. I don't have time for this. Where are they? Oi, no one cuts off the fang, does it? Now you'll have to answer to me. Ah, yes, the hearts. Safely in our keeping. Of that I doth assure thee. And you ain't gonna get your hands on them unless you go through me. Fine, let's do this. For centuries, this... Oh, wouldst thou look at the time? We've scarcely 4 and 20 pence before the next match. In light of thine outburst, mine sumptuous soliloquy must wait. The tragedy. Thine theme ingredient this morrow is... Mochi fruit. Oh, die Dinger. Okay. Okay, und er will Feuer. Das heißt also, wir haben natürlich jetzt hier schon den guten Start. Never mind. Obwohl, wir könnten die Dinger hier reinwerfen. Moment. Nope. Obwohl, das soll mir recht sein. Kann man die hier schon mal kombinieren? Und dann einfach hier Feuer rüberwerfen. Come on. Kombinierst du die bitte? Sehr schön. Und dann schmeißen wir das dann einfach hier rein. Ist zwar nicht viel, aber hey. So, Nochi Fruits. Ich glaube nicht, dass ich auch noch andersweise weiß, wo man die hier kriegen kann. Hier, okay. Nice, nice, nice. Das Gute ist, wir haben jetzt hier schon so ein bisschen mit Feuer ange... Ach, der hat ja nicht so viel Platz. Come on, move it. Die gehen ja auch relativ schnell drauf, aber die droppen nur Schrott. Okay. Also, Moment, die sollte ich jetzt trotzdem hier schnell verarbeiten. Damit da weitergemacht werden kann. Genau, dann haben wir nämlich jetzt hier schon den Anfang dafür. Weißt du was, ich schmeiß das Zeug auch hier gleich rein. Dann habe ich nämlich gleich die Möglichkeit, das so zu machen. So hin der. Gut, jetzt haben wir 3 von denen schon. Das sollte relativ sicher verlaufen. Machen wir weiter. Das Zeug lasse ich liegen. Den einen will ich haben. So, mit dir kann ich so überhaupt nichts anfangen. Mit denen wiederum schon. Nice. So, was ist das hier? Na, grün. Scheiß auf grün. Nope. Da waren 2 übereinander? Das sah so ein bisschen danach aus. Okay. Machen wir weiter. Wunderbar. Wir kombinieren natürlich auch die hier trotzdem. Einfach. Weil wenn das hier rechtzeitig weiter verarbeitet werden sollte. No, that sounds pretty gross. Ja,
Show off your loaf when your paws fit your spices. It's all a mess, innit? At least this'll be an easy match. Ich warte jetzt nur darauf, dass die halt so richtig stark sind. Au. Okay, hier sind wieder ein paar respawned. Wie, ich kann schon wieder nichts mitnehmen. Wow. Keine Satchel Slots zu haben ist bitterbös. Wunderbar, wunderbar. So, macht man hier alle munter weiter. So. Nicht, also in welcher Reihenfolge oder wer hier wann sich upgraden darf, ist mir auch nie klar. Sehr gut. So, jetzt gehen wir hin. Ah, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Ohne dass es schief läuft. So. Nope. Färben die nämlich jetzt alle ein. Können von mir aus nochmal einen von denen reinwerfen. Ich würde mal behaupten, das ist relativ sicher hier. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Fuß bekommen, könnten wir auch noch da. Oh, 60 Sekunden noch. Oh. Beeil mich. Okay, gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Oh, ich brauche 4 Platz dafür. Ah. Alles klar, alles klar, alles klar. So, Beeilung in der Hinsicht, in der Hinsicht. Okay, whatever. Ging die anders. Aber nur 2 von 3, wow. I, Paz the Illustrious, willst be thine judge. And it wouldst be mine great pleasure to partake in a dish of fire. Let the majesty of mine judging commence. Blasphemy! Oh boy. Okay, da sind alle 3 Farben drin, scheinbar. Amarok, Bangers and Mash. Served with Earthen Sauce in Windfruit Assortment. 242. Holy shit. Perchance I did not prithee in a way, though understand there is not much fire here, and mine tongue doth want for more. In all mine years never didst I believe though to be mine fate to be poisoned. Mine thaneship must be coveted throughout the land. Mine taste buds rejoice! Nochi fruit yogurt served with fresh hot sauce and a nochi fruit assortment. Alas, thy fiery flavors are so forthright that mine brow doth sweat with satisfaction. But still, my magnificent heart, thy dish is worthy of 10,000 praises. And lo, with a single flex of his mighty cooking muscles, Thrash claims victory! Ha ha ha! Hm, ja, wirklich nur dank dem Bonus am Ende gewonnen. Alright, I won. I'd like my hearts now. Not happening. Never trust a bandit, mister. Wait! Now, now, my boy. 'Tis not polite to go against thine word. Verily, we shall give you thine heart, but thou hast only earned one. What happened to your word? One for one. 'Tis the code that governs all our wisdom. That is to say, one heart for one duel. I remain a man of mine word, but so too am I one of mine code. You can't be serious. I need them all now. Oh, wouldst thou look at the time? 'Tis mine fate to always be in a hurry. Come, Riv, we must take our leave before Kamen arrives. They really were serious. And the heart of Earth, one of 3 Yoko hearts, the veins or guts around its skin like vines. Kann ich das in Kochen nutzen? Wäre natürlich ulkig. No. Keine Ahnung, warum da immer noch New angezeigt worden ist. Vielleicht von der anderen Sache. Who knows? Ja, New Loadout. Hm. Wer weiß.
dir könnte man nochmal reden, aber das ist ja alles immer möglich. Ich hätte ganz gerne die Möglichkeit, schneller zu sein. Der Berserk ist nützlich, weil man relativ stark dadurch wird. Aber das ist mir nichts. So, ich hatte jetzt... Ja, Balancing. Ich hätte vermutlich... Ne, ich habe die Earthen weggehauen. Und ich hätte mit, glaube ich, ein bisschen Glück... Ja, ein Level 2 Blue Gem noch erreichen können. Aber dafür hatte ich einfach schlichtweg die Zeit nicht mehr. The other bandits have to be close by. What could they possibly want hearts for? They're not even using them for anything. Das heißt also mindestens zwei weitere Kämpfe. We have a solution to your bandit problem. Meet me at the Crescent ASAP. Zwei mindestens Kämpfe müssen jetzt hier noch kommen. Finally, some answers. Okay, hi. How's it going? Ziggy, could you help me? The hearts I gathered for Ardia were stolen. What kind of thieves are we talking? The vaguely organized kind. They call themselves the Scowl Heart Bandits. They broke into Belcher's workshop. Belcher's involved? Now that is interesting. Thanks, I owe you one. No, but I need your help. Okay. Who's a little Parmesan baby? What? Oh, hi. Ist nicht der gleiche. Hello there. Hello, my name is Chillingsworth. Are you with the bandits that broke into Belcher's shop? Northward Bingling Chillingsworth. That's not really a response. Folks around here call me NPC for short. Maybe the monster meat is affecting people's brains? Hi! You're back. Greetings. We had some luck with our inquiries yesterday. The Skull Heart Bandits are rumored to be former Victorian Thespian Company. A group of traveling actors and talented at that, according to some. I don't get it. Why become outlaws? That part we could not determine. There are too many conflicting accounts. We will keep trying them. Thanks, guys. I will see what I can do. Can find too. Habt ihr inzwischen irgendwas Neues bekommen? Homing Flames. Increases heart regeneration. Safely triggers. Slowly clones. Das ist vermutlich auch eine Überlegung wert. Gerade wenn man vielleicht gar nicht so sehr mit den kaputten Gems agieren muss. Also ich kaufe den einfach mal sicherheitshalber. Wenn ich ihn finden würde. Ja, warum nicht? So, konnte ich hier? Hier konnte ich jetzt nicht reingehen. Nothing weird, but I asked around about you. I want you to have this. What? It's called a worry pouch. When my mother was sick, I carried one everywhere. Is it magic? No, but it helps you cope. Best surprise I've gotten all week, by far. Plus 3 satchel slots. Hell yeah, baby. Sehr gut. Ich sollte nochmal Sachen angenehmer machen. She's too busy. Looking for Pontida? No, I didn't... Did she say something about me? But maybe. I'm really busy today, so if you excuse me... Don't keep an old dwarf in suspense land. A certain restaurateur told me she thinks you're cute.